Ja. Nice. Dreh dich mal. Geil. Nochmal, zeig mal was. So, also Servus. Wir machen heute mal ein bisschen so einen kleinen Videoblog, dass ihr mal seht, wie so ein Turnieralltag in so einem Armwrestlerleben aussieht. Wir haben jetzt gerade noch für den Daniel Klamotten abgeholt. Daniel ist heute zum ersten Mal dabei. Erstes Turnier. Bist du nervös? Bis jetzt geht's noch. Ich hab dir aber gesagt, brauchst nicht nervös sein. Daniel braucht wirklich nicht nervös sein, da ist richtig gut drauf. Meine Prognose ist ja, dass du von dir selber überrascht wirst. Okay. Du wirst von dir selber überrascht sein. Weil ich glaube, du bist wirklich für die Newcomer-Klasse bist echt gut gerüstet. Ich kenne ja bloß Hannes oder so, die halt immer in der Gewichtsklasse. Genau, deswegen wird es mal Zeit, dass wir dich auf die Welt loslassen. Und naja, wir fahren jetzt noch, holen die Alicia noch ab und dann sollten wir auch bald den Mühlacker aufschlagen. Ich habe mir gedacht, so ein kleines Turnier bietet sich eigentlich ganz gut an. Ja, das ist alles ein bisschen unaufgeregter und so. Kleinere Location, weniger Leute, passt ein bisschen besser. Wie so ein großes Turnier, das ist nicht Deutsche Meisterschaft oder Swiss Open oder so. Ja, hoffen wir mal, dass ein paar gute Leute dabei sind noch, trotzdem. Und dann hoffen wir, dass wir das Turnier heute gut rumbringen. Von dir. Von wem? Ja, von dir. Hi. So, jetzt haben wir... So, halt YouTube, bisschen YouTube-Videoblog und so. Okay. Ja. Ja, jetzt haben wir noch Alicia abgeholt. Heute muss ich bald mal hinten sitzen. Ich überlebe. Dann Daniel war schneller wie du. Ich habe schon damit gerechnet. Dann. Aber wir können ja machen, wer heute mehr Medaillen kriegt, der darf nachher vorne sitzen. Da musst du dich halt noch Daniel bei Daniel ist schon reserviert für dich, würde ich sagen. Dann du musst halt noch bei den was weiß ich, Newcomer oder so musst du mitmachen, da reichen die Frauen nicht. Und dann kannst du ja maximal zwei kriegen. Naja. Maximal zwei, ja. So, angekommen. Warum leuchtet das da auf dem Blau? Bülent Abi ist auch am Start heute. Heute haben wir ein richtig cooles Team am Start. Edna ist auch am Start, gell? Monster. Gucken wir mal, vielleicht wird es noch ein bisschen voller, gerade ist noch ein bisschen leer. Aber das ist meistens so. Armwrestler kommen immer zu spät. Verbunden deswegen. Ich zeige euch mal die Location. Das war es eigentlich schon. Eigentlich ganz cool. So, Andreas Höfner auch am Start. Eigentlich überrascht, dass ich das jetzt... 85. Ich habe gedacht, ich treffe dich in der 95er. Später. Was seid ihr dann? Wir haben Respekt vor Gegnern. Ja. Theoretisch haben wir heute Heimvorteil, weil wir haben die größte Crowd hier. Jetzt einfach nur noch warten, bis es losgeht, langsam warm machen und dann geht's irgendwann los. Komm, Daniel.
So, Vorrunde vorbei, rechter Arm durch. Lief eigentlich ganz gut, ein bisschen wenig Leute da. Aber das ist immer so, das ist normal. Bei so einem kleinen Turnier kann man nie richtig sagen, wie es dann am Ende läuft. Wie läuft es bei euch? Wie seid ihr zufrieden mit eurer... Ja, fast. Alles gut, ey. Welcher Klasse hast du schon mitgemacht? 85. Und? Ja, gegen ihn halt einmal gewonnen. War aber ein guter Kampf. Ich hätte gerne den Bock dann noch gehabt. Ah, ja, dann schnapp ihn dir am Seitable. Ja, ich habe zweimal den Eastman bekommen. Dann schnapp ihn dir am Seitable. Machen wir dann später. Mach beide noch links? Ja, gleiche Klasse. Ich mach auch links. Gucken wir mal, wie es da läuft.
Also, Turnier ist vorbei. Die meisten sind schon wieder weg. War ganz gut. Daniel hat sich super geschlagen. Bei mir war auch nicht so schlecht. Die Videos schneide ich alle zusammen und dann gibt es es auf YouTube. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Afterpulling, ein bisschen ausprobieren und so. Ja, genau. Typisch Armwrestling-Standard. Und dann ist das Jahr rum. Dann ist das Jahr auch vorbei und ich denke, war ganz okay. So, Turnieralltag vorbei. Jetzt müssen wir noch die Leute heimfahren. Daniel, wie war dein erstes Turnier? Da hinten, zeig dich mal. Ja, hi. Also es ging, rechts war jetzt ein bisschen schwach, links konnte ich ein bisschen mehr zeigen. Aber ja. Schöne Erfahrung bis jetzt. Aber bei dir wissen wir zumindest, was wir machen müssen. Ja. Das war auf jeden Fall klar. Also wir wissen genau, wo dran wir arbeiten müssen. Ja. Im Armwrestling heißt es ja immer, entweder man gewinnt oder man lernt. Könnt ihr euch mal merken. So, ja, das war es eigentlich dieses Jahr, glaube ich, mit den Turnieren. Jetzt kommt nur noch ein bisschen Training, Weihnachtsfeier und dann war es das diesen Jahr. Alicia macht wieder Quatsch. Hi. ja, und ansonsten, wir sehen uns dann auf Instagram oder Facebook oder so. Und ja, wenn es sonst noch irgendwas ist, ihr wisst ja, wir posten immer mal wieder irgendwas.